Zwischenzeitlich bleibt wichtig, dass vor allen Dingen diejenigen, die den Lissabon-Vertrag ratifiziert haben und diejenigen, die sich noch im Ratifizierungsverfahren befinden, die Notwendigkeit des Lissabon-Vertrages und der darin enthaltenen Reformen weiter wachhalten und dafür werben, dass in der größer gewordenen Europäischen Union mit 27 Mitgliedern auch die notwendigen Anpassungen der Entscheidungsstrukturen stattfinden. The member states of the European Union, we should continue to do every effort so as to provide, to create the conditions for the Treaty of Lisbon to come into force, of course, knowing and being aware of the fact that our friends, the Irish, have to devise their own way of how to deal with this issue after the referendum at the beginning of June. But the important thing is that we have to work so as to that this treaty enters into force. Wenn wir in der Vergangenheit in der Region in der Regel von eingefrorenen, von Frozen Conflicts geredet haben, dann müssen wir leider realisieren, dass der Konflikt in Georgien, zwischen Georgien und der Region Abchasien, inzwischen aufgetaut ist und sich in einer Weise entwickelt, die nicht nur Beunruhigung, sondern auch Sorgen bei uns hervorrufen muss. Zunächst einmal lassen Sie mich sagen, dass ich froh und erleichtert bin, dass die drei Deutschen frei sind, dass wir Nachricht haben, dass sie gesund sind und dass sie im Verlauf des heutigen Tages ihren Heimweg antreten können. Ich bin dankbar dem Krisenstab hier im Auswärtigen Amt und all denjenigen, die darin mitgearbeitet haben.